Na, ihr Rallys, das ist ja wohl ein Witz hier, ne? Ja, Backfisch ist tot. Seit dem letzten Part, als ihn der Boss, der Mark, eiskalt umgenietet hat. Und deswegen haben wir jetzt einen neuen Auftrag. Und zwar müssen wir leveln. Aber bevor wir leveln gehen, werden wir heute einmal nach Bad Lavastadt gehen und uns erkunden liegen, was da so abgeht. Und wer bist du eigentlich? Ich würde gerne nach Malvenfor City, aber wenn ich diese Stufen hinuntergehe, komme ich kaum wieder nach Bad Lavastadt. Dies tut mir leid. Dann ist die Stadt wohl schlecht konstruiert. Ja. Bad Lavastadt. Pokémon Center, heiße Quellen. Der ideale Ort zum Entspannen. Gehen wir erstmal einkaufen. Ich glaube, wir brauchen neue Tränke und auch neue Bälle. Moin. Mit X-Tempo kannst du die Initiative im Kampf erhöhen. So kann man eventuell den ersten Angriff ausführen. Ein entscheidender Vorteil. Grandios, Chef. Auf dem Gipfel des Schlotbergs wird eine lokale Spezialität angeboten. Gib sie einem Pokémon und es wird begeistert sein. Das hätte Backfisch sicher auch gefallen. Und dann hätte die Rückkehr noch mehr Schaden gemacht. Okay. Hier, super Item für den Nuzlocke. Beleber, das ist bestes Item, was es gibt. Ich muss erstmal schauen, was ich brauche. Pokebälle wären auf jeden Fall mal wieder eine Maßnahme. Tränke, ein paar Supertränke habe ich ja doch noch. Ein Gegengift werde ich mal kaufen und Schutz haben wir auch noch. Okay. Also dann gib mal her. Wir brauchen Gegengift. Gib mir mal gleich 5 Stück. Und ja, wir nehmen einfach von jedem 5 Stück hier, von jedem dieser Heil-Item. Obwohl, Paraheile haben wir glaube ich noch. Aber es ist sinnvoll, weil mittlerweile kann man ja hier alles außer Eisheiler kaufen. Und naja, vereist wird man ja fast nie. Das ist okay. So, dann Superschutz haben wir genug und das auch. Das heißt eigentlich alles, was uns interessiert, sind jetzt noch ein paar Superbälle. Dann nehmen wir einfach gleich mal 10 Stück mit und dann ist das Leben wieder ein bisschen schöner. Jo, wir kriegen übrigens, das erzähle ich gleich, ein bisschen gejoult. Moin. Na, ich bade jeden Tag in den heißen Quellen. Ich will ein wunderschöner und starker Arenaleiter wie Flavia sein. Pokémon-Arena von Bad Lavastadt, Leiterin Flavia. Die mit der brennenden Leidenschaft. Die mit dem roten Halsband. Pokémon-Kräuterladen. Bitterer Geschmack, bessere Kur. Ja, das stimmt. Jetzt brauche ich auch nicht mehr darauf zu achten, dass meine Pokémon die Medizin, die ich ihnen gebe, mögen. Weil es ja keinen mehr gibt, der das verwerten kann. Kräutermedizin ist erstaunlich wirkungsvoll, aber deine Pokémon mögen sie nicht. Sie schmeckt bitter. Du kommst nach Bad Lavastadt, um Kräutermedizin zu kaufen? Das ist lobenswert. Ich finde dich nett. Hier für dich. Holzkohle erhalten. Dankeschön. Mit dieser Holzkohle wird die Kräutermedizin hergestellt. Sie wirkt auch Wunder, wenn sie von einem Pokémon getragen wird. Sie verstärkt Feuerattacken. Ja, haben wir denn ein Pokémon jetzt, das Feuerattacken beherrscht? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, hier unser, ach, hier. Ja, Gummiente und auch Margarita, ne? Genau, die beiden können eine Feuerattacke. Also könnte man eines Tages überlegen, ob man nicht einem der beiden Pokémon mal in einer gegebenen Situation die Holzkohle gibt. So, gib mal her, was hast du denn? Ja gut, das ist eigentlich nur ein billigerer Supertrank. $200 weniger. Das wiederum ist ganz gut, die Kraftwurzel. Dann nehme ich mal gleich 5 Stück mit. Ich habe keinen Platz. Kann ich dir auch was verkaufen? Ja, super Sache. Hier, nimm mal Tempo. Brauche ich nicht. Lad mir mal ein. Super geil. Denn hier, ich glaube, außerdem, also neben der Kraftwurzel, aufhören zu lägen. Auch jedes Mal. In jedem Part der gleiche Mist. Nein, nicht 12. 5 reichen völlig. Und was auch sehr gut ist, ist Heilpuder. Das ist, glaube ich, das beste Item, was man eigentlich zu diesem Zeitpunkt haben kann. Das heißt, ich muss noch irgendwas verdicken. Oder ausgeben. Komm, wir geben den Kingstein an Tabaluga. Der ist nämlich ganz nützlich. Dann schränkt der Gegner mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zurück. Kann also keine Attacke einsetzen. Heilpuder. Ja, machen wir noch immer noch 5 Heilpuder mit. Natürlich sollen wir die Heilpuder nur dann einsetzen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, weil die sind viel stärker als einfache Gift oder Gegengifte oder Paraheiler. Aber wenn wir zum Beispiel mal eingefroren werden, gibt es nichts Besseres als so ein Heilpuder. Und was haben wir hier? Moin! Meine Frau wärmt ein Ei in den heißen Quellen, so hat sie es mir jedenfalls gesagt. Ich gehe auch gleich meine Eier in den heißen Quellen wärmen. Sie hat 2 Pokémon in der Pension abgegeben und heraus kam ein Ei. Na, sowas. Pso. Da wurde nämlich gepimmelt. Sehr, sehr geil. Hi. Ach, du magst auch heiße Quellen, das ist überraschend bei einem so jungen Menschen wie dir. Hier im heißen Sand vergraben zu sein ist, ha, so warm und einfach himmlisch, ha. Au! Ein Pokémon hat meinen Rücken angeknabbert. Ich habe hier ein Ei.
Ich dachte, ich könnte es ausbrüten, indem ich es in den heißen Sand bei den heißen Quellen vergrabe, aber das reicht offensichtlich nicht aus. Jemand erzählte mir, dass man es zusammen mit den Pokémon tragen soll. Du bist ein Trainer, nicht wahr? Und deine Pokémon strahlen Vitalität aus. Ja, noch. So, was meinst du? Wirst du das Ei mit deinem mitnehmen und zum Ausschlüpfen bringen? Ja, klar. Oh, du hast so viele Pokémon dabei. Du hast keinen Platz für das Ei. Tja, da müssen wir wohl irgendwen auf die Ersatzbank setzen. Ja, genau. Über das Ei wollte ich mit euch reden. Denn, ich nehme natürlich das Ei mit und kann das auch ausbrüten. Und das Pokémon, das aus dem Ei schlüpft, das zählt als Pokémon, das ich hier in dieser Stadt gefangen habe. Man könnte natürlich auch sich überlegen, dass man das so handhabt, dass das Pokémon als zu der Route zählt, auf der es schlüpft. Ja, nee, ich wollte es doch aufs B-Team, das war schon richtig. Aber wenn man das macht, kann ich ziemlich doof exploiten. Und zwar kann ich dann nämlich züchten und die Pokémon immer schlüpfen lassen, in einer Stadt, wo ich sowieso nichts fangen kann oder sowas. Und das will ich nicht tun. Ich finde das so besser. Dann gibt es halt nur ein einziges Mal, dass ein Pokémon aus einem Ei schlüpft, den Fall. Aber ist auch nicht schlecht. Ist okay. Ich weiß übrigens gar nicht, ob die Eier-Pokémon auch gerandomized sind. Also im schlimmsten Fall kriegen wir halt genau das Pokémon raus, was da sowieso auch normalerweise drin wäre. Aber ich finde, das sollten wir am besten herausfinden. Ja, du hast ein Ei. Jo, gib mal her. Aber die Eier in heißen Sand legen, das muss doch wehtun wie Harry. Jo, gib her. Gut, ich hoffe, du hast mehr Glück mit diesem Ei. Captain erhält ein Ei. Spiegelei, mein Mädchen. Von Zeit zu Zeit findet man in der Pension ein Ei. So zumindest erzählt man es sich. Ja, was sagt denn das Ei? Was da wohl schlüpfen wird, es wird sicher lange dauern. Ein Pokémon-Ei an den heißen Quellen erhalten. Jo, das nehmen wir, wie gesagt, einfach mal in unsere Obhut. So, in Pokécenter müssen wir natürlich auch noch mit den anwesenden Damen und Herren reden. Ich denke, die Pokémon fühlen sich ihrem Trainer mehr verbunden, wenn sie viel Zeit miteinander verbringen. Je länger, desto besser. Das ist meine Meinung. Ja, ist denn, sie sterben, Jung. Ich habe meinem Pokémon einen Pokeriegel Rot gegeben. Seitdem ist es cooler. Es geht so einfach, Junge. Kinder, wenn ihr an der Schule gemobbt werdet, ihr müsst einfach nur einen Pokeriegel Rot essen und auf einmal seid ihr die Kings auf dem Schulhof. Ja, das ist so bei Zigaretten, das ist ein Pokeriegel Rot. Vielleicht sollte ich auch eine Zigarette rauchen. Du musst rauchen. Ja, weil wer nicht raucht, ist nicht cool. Ist so. Hohoho, hey Kindchen, du kannst von hier die heißen Quellen erreichen. Wenn Pokémon ausruhen, sollten sich ihre Trainer auch ausruhen. Ja, wunderbar. Da bin ich doch dabei. Wir nehmen uns so viel heißes Wasser, wie wir brauchen und trotzdem trocknen die heißen Quellen nicht aus. Ist das nicht Phantasmagie? Diese heißen Quellen bilden sich in der Nähe von aktiven Vulkanen. Wasseradern im Boden werden durch das Magma erhitzt und kommen als heiße Quellen an die Erdoberfläche. Na, Ladies, wie ist es? Ha? Habt ihr Frühlingsgefühle? Wenn Leute ihre Pokémon in die heißen Quellen setzen, ist das schon merkwürdig. Nun, es könnte auch ein Bad in Elektrizität, ein Schaumbad oder sogar ein Bad in Lava sein. Man sagt, diese heißen Quellen seien gut gegen nervöse Anspannungen, gegen Muskelkrämpfe. Sie sollen bei romantischen Problemen helfen und auch bei Geldsorgen. Ja, da so eine Quelle will ich auch haben, du. Die mir bei meinen Geldsorgen hilft. Das wäre doch nicht schlecht. So, aber erstmal möchte ich jetzt noch, bevor wir die Stadt wieder verlassen, weil wir haben sie ja jetzt fertig erkundet, gucken, dass ich noch die Items einmal durchsortiere. Rote Flöte will ich behalten, die ist gut. Das Ding können wir eigentlich ablegen. Krümmlöffel. Hat jetzt jemand eine Psychoattacke von unseren aktuellen Pokémon? Muss ich mal schauen. AP Plus ist eigentlich ideal für Tabaluga, dass der hier seine Hydropumpe öfter einsetzen kann. Einfach mal machen. Upgrade brauchen wir überhaupt nicht. Macho-Band eigentlich auch nicht. Wahlband im Moment auch nicht. Flinkklaue. Okay, wir geben die wieder einem. Margarita kriegt jetzt die Flinkklaue. Ist gefährlich, aber was willst du machen? Grüner Schal kann auf den Müll. Und der Rest ist ganz gut. Also legen wir eigentlich mal nur so ein paar Items einfach ab, damit wir hier wieder ein bisschen auch was mitnehmen können, wenn wir unterwegs sind. Also wir legen weg den Schal. Können wir eigentlich auch verkaufen. Und hier, solange wir die nicht einsetzen, brauchen wir die ja nicht mit uns rumschleppen, die Items, ne? Wobei den Krümmlöffel, da könnten wir vielleicht doch mal gucken, was der eigentlich kann. Ach, und die Holzkohle eigentlich im Moment auch noch nicht. So. Also nicht der Krümmlöffel, was der kann, sondern was das Pokémon, meine ich, kann. Also was unsere Pokémon so können. Nee. Hier, Tabaluga hat ja zum Beispiel eine Psycho-Attacke, nämlich Sondersensor. Aber sonst eigentlich keiner. Ja, okay. Und nur für Tabaluga würde ich das Item jetzt auch nicht einsetzen wollen. Schade. Na gut, dann ist diese Stadt fertig erkundet und wir gehen mal uns auf den Weg wieder hier wegmachen. Also weg von hier. Schauen mal, was hier liegt.
Giftstich. Giftstich ist eigentlich gar nicht schlecht, ne? Das erhöht, glaube ich, die Effektivität von Giftattacken. Und da könnte man auch überlegen, ob man das Tabaluga gibt, genauso wie den Krümmlöffel, denn es hat ja eine relativ sinnvolle Giftattacke. Sonst aber keiner, ne? Nee. Ja, gut. So, dann sollten wir jetzt, die nächste Leveling-Phase beginnen lassen. Ich werde mal erstmal noch Tabaluga auf Level 26 bringen. Und dann wird Doris trainiert. Das wird auch nochmal eine Leistung für sich. Moin. Ich bin stark. Ich weine bestimmt nicht, wenn ich verliere. Ja, das will ich doch hoffen. Wobei, wir könnten vielleicht zuerst die Trainer in der Arena fletschen gleich noch. Das wäre gar nicht schlecht. Weil, ihr kennt das ja mittlerweile, das Prozedere. Wir müssen ja irgendwie halt gucken, dass wir bei der Arena-Leiterin nicht überlevelt sind. Und das ist irgendwie nur dann wirklich gegeben, wenn wir... Wenn wir halt vorher die Trainer gefletscht haben, das wollte ich sagen. Ja. Na gut. Okay. Karel ist jetzt gerade nicht so eine Herausforderung. Ich glaube, das hätte sogar Doris alleine geschafft. Ja. Aber gut. Schaden tut's jetzt auch nicht. So. Ja, doch, dann stelle ich Doris erstmal schon mal. Jetzt heul nicht rum. Ich dachte, du heulst nicht, wenn du verlierst. Ich weine, weil ich meine Mami vermisse. Ja, das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Also, ich weiß ja nicht, wo die wohnt, aber das tut mir leid. Oder ist sie gestorben? Dann würde es mir sogar wirklich leid tun. Ja, es kann ja sein. Das würde viel mehr Sinn machen eigentlich, weil ich meine, komm. Ein Picknicker heult nicht auf einmal nur, weil er nicht mehr zu Hause ist. Also bitte, was ist das denn für ein Picknicker? Heimweh gibt's ja und ist ja auch gar nicht verwerflich, aber noch nicht beim Picknicker, also ich bitte euch. So, Doris, du kriegst jetzt einen EP-Teiler weg, den kriegt jetzt nämlich Margarita. Die Flinkklaue, ja, sollen wir die mal Doris geben, dann stirbt Doris zwar in diesem Part wahrscheinlich noch, aber machen wir einfach mal. So, dann wollen wir nochmal kurz lesen, was Doris drauf hat und dann können wir die ein bisschen leveln. Doris... hat, ja, die einzige Attacke, die es überhaupt nicht können braucht, sind, wobei die einzigen beiden sind rechte Hand und Erstauner. Ich habe doch die vor allem Stärke. Kann Doris die erlernen? Ja, dann lernen wir doch statt rechter Hand lieber Stärke. Ist das eigentlich besser als Triplette? Genauso gut. Ja, okay, dann haben wir halt 25 AP für die beiden Attacken statt so wenige. Ist doch okay. Lohnt sich. Superb. Dann haben wir hier das erlernt. Dann wollen wir mal schauen, weil ich glaube, auf dem Steilpass hier unten haben wir noch ein paar Pokémon. Wer bist du eigentlich? Du warst hier vorhin noch nicht. Haben wir noch ein paar Trainer ausgelassen, wollte ich sagen. Lava-Kekse sind die Spezialität am Schlotberg. Nimm mal einen, der kostet nur $200. Was ist das denn hier? Kekse für $200? Ja, komm, gib her. Meine Pokémon wollen das. Und was kann das Ding? Das ist ja noch besser als Heilpuder, oder? Halt alle Statusprobleme, die Pokémon mögen das Ding und es ist noch billiger. Also irgendwie ist das schlecht implementiert hier, dass der Lava-Keks am selben Ort... Oh, hier oben sind Trainer, scheiße. Seit ich in den heißen Quellen gebadet habe, fühle ich mich großartig. Ja, hier oben habe ich ja keine Erfahrung mit Trainern, also keine guten zumindest. Miriam mit Hunduster, ja gut. Ach Gott, das Vieh ist ja auch noch auf einem höheren Level als Doris. Puff. Ja, komm. Bring's um. Ja, Doris ist gut. Vor allem, weil Stärke auch eine Stabattacke ist. Ich glaube, das ist gar nicht mal schlecht. Das ist gar nicht mal schlecht. Uah, außerhalb des Wassers ist es saukalt. Hier ist kein Wasser, hier ist nur Lava. Hast du da drin gebadet? Ich werde mich wieder in die heiße Quelle setzen. Kommst du mit? Kleiner Scherz am Rande. Hey, ich wäre gern mitgekommen. Miriam. Das wäre doch hochirdisch gewesen. Na gut, dann machen wir halt hier oben die Trainer. Damit kann ich auch leben. Wenn die alle jetzt so drauf sind wie die erste da gerade, dann ist okay. Schönheit Silvia mit Evoli. Das ist ein bisschen frech, aber kriegen wir auch hin. Evoli, Fletchen. Du brauchst mich gar nicht so anzuschauen mit deinen Hundeaugen. Hä? Was soll das denn jetzt? Ja, super geil. Springt auf. Das ist Sprungfeder oder was?
Ja, das ist mir zu riskant. Da wechseln wir auf Tabaluga. Der wird das bestimmt überleben. Ja, gut. Das weiß ich nämlich nicht, wie gut die Attacke ist. Und ich möchte nicht Doris verlieren im Moment. Möchte ich gar kein Pokémon mehr verlieren. Hat jetzt wieder zwei Parts, die wieder meine ganze Teamplanung zerfletscht haben. Haben auch erstmal gereicht. So, wie du kämpfst, als würde der Schlotberg ausbrechen. Ja, lass mal lieber die Scherze. Wie ich schon sagte, endlich bin ich am Schlotberg. Wäre doch blödsinnig, wenn ich nur zum Sightseeing hier wäre. Ich will ein bisschen kämpfen und Kekse kaufen. Ja. Also, wenn ihr beide mit mir hier ins Swimmingpool geht, ich beschwere mich nicht. Du, ja, kannst auch mitkommen. Komm. Ich war bei den heißen Quellen und habe meine müden Knochen erfrischt. Jetzt fühle ich mich richtig stark. Dies hat bestimmt sowas von drauf. Hier. Waldraut. Okay, mit dem Namen... Oh, oh. Ist das nicht Psycho? Da merke ich ja nichts von. Ja, moin. Ich habe ein kleines Problem. Ich glaube, das wird wieder eine Leiche geben, weil Tabaluga leidet doch sehr unter Felswürfen. Das macht 10 Schaden pro Treffer. Und dann auch noch ein Volltreffer. Nein, hier dieses... Da ist was nicht mit richtig. Die machen hier alle Volltreffer. Die ganze Zeit. Ich muss erst heilen. Oh. Ich dachte, ich level mal kurz. Und dann kommt hier wieder so eine mit einem Mew und... Meine Fresse, ja. Zeig mir deinen Schwengel, ist super. Spezialangriff, das ist egal, ne? Spezialangriff darfst du steigern, so viel du willst. Komm, jetzt mach's weg. Oh ja, das lobe ich mir aber auch. Das will ich doch auch meinen. Will ich doch auch meinen. So. Ach, da reicht ja hinten und vorne nicht. Okay, also ich merke schon, dass du deine müden Knochen erfrischt hast, Waldraut. Wieso ist es jetzt wieder schneller? Ah! Okay, nur 2 Treffer, damit kann ich gerade noch leben. So, Mew ist down. Okay, das ist erstmal gut. Das ist sehr gut. So. Gibt nicht so viele Erfahrungspunkte, das Vieh, hm? Hätte ich jetzt mehr erwartet. Und Magneton. Das ist auch nicht gerade schwach, ne? Niesel lässt es aber regnen, das bedeutet, eigentlich dürfte die Hydropumpe voll stark dagegen sein. Jetzt gucken wir mal. Ach, treffen muss man natürlich schon können. Wie kann denn ein Magnet gähnen? Das ist doch schon von vornherein Blödsinn. Mann. Ja, da gähne ich auch. Komm, jetzt mach es weg. Schön. Okay, Tabaluga MVP haben wir nochmal an dieser Stelle bestätigt. Ich muss nur immer mehr aufpassen, dass Tabaluga nicht irgendwie uns mit dem Level davonhaut. Ja. Oh, du meine Güte, wer bist du denn? Ja, du hast mich angelabert, ich war das nicht. Nun, ich habe verloren, ich darf mich nun nicht mehr Experte nennen, oder? Nee, Waldraut, du bist jetzt alles andere als eine Expertin. So, ist hier jetzt noch irgendwer? Da ist der Endgegner. Erstmal heilen. Komm, den machen wir heute noch. Du bist jetzt die Letzte von hier oben, damit wir das auch mal durchhaben hier. Ich habe Feuer in mir, Baby. Ich halte es nicht aus. Ich muss fieken. Ja. Auf geht's. Tu dir keinen Zwang an. Meine liebe Melissa. Melissa. Ein Blutzucker. Okay. Wie stark ist eigentlich Windhose? Ich meine, bei Torres sicherlich nicht so stark, aber... Der ist ja voll die Kackattacke. Da, wenn Tabaluga die können würde, wäre die noch okay, aber so ist er ja völliger Quatsch. Und dann machen wir lieber nach wie vor einfach Stärke. Okay. Definitiv keine schlechte Attacke. Auch nicht so cool, dass Doris jetzt brennt. Halbiert das den Angriff oder wie war das rechnerisch? Jedenfalls nicht genug, um Doris außer Kraft zu setzen. Doris ist nämlich super. Hehe. Oh, was für ein kochend heißer Kampf.
Die Hitze vom Schlotberg bringt mein Feuer in Gang. Oh ja. Gut, dann haben wir aber auch einen Feuerheiler gekauft beim letzten Mal. Das ist ganz gut. Ne, dieses Mal sogar war das noch. Und haben jetzt, ja, für heute habe ich fertig. Gut, ging ja schon wieder gut weiter. Beim nächsten Mal geht es noch besser weiter. Dann machen wir nämlich den Steilpass nochmal und gucken, dass wir da alle Trainer zerfletschen. Und dass wir dann auch relativ zeitnah die Trainer aus der Arena machen, damit wir bald mal uns mit Flavia messen können. Es gab bis jetzt ja eigentlich, die meisten Toten waren alle nicht bei Arena-Leitern. Es gab jetzt, glaube ich, nur ein einziges Pokémon, das mal bei einem Arena-Leiter gestorben ist. Entsprechend bin ich da ganz optimistisch, dass wir das auch hinkriegen. Aber schauen wir mal. Also, okay, na, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich jetzt noch bedanken für eine positive Bewertung oder einen netten Kommentar. Würde mich tierisch freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dahin, euer Scully, der Rally.